Nach Enttäuschungen gilt es wieder aufzustehen. 6 Spiele bleiben noch, alles ist möglich. Weiter geht es gegen Mainz. Dazu jetzt alles in eurem Feiertagsmagazin. Das vergangene Wochenende war eins zum Vergessen. Ich hoffe natürlich, dass unsere Jungs daraus etwas gelernt haben. Und das werden wir ab sofort sehen auf dem Platz. Und damit ein herzliches Willkommen bei eurem Feiertagsmagazin. Es geht gegen Mainz 05 und alles zu dem Spiel, zu dem Gegner bespreche ich mit einem Spieler, der seit Anfang der Saison unsere wunderschönen Farben trägt. Marius Wolf, seit 10 Monaten schwarz-gelb. Und schon viel erlebt. Erst regelmäßig in der Startelf, mit Champions League und Tordebüt beim BVB. Dann oft verletzt und häufiger außen vor. In der Winterpause der Neustart. Hinten rechts vertritt er Pisscu und überzeugt. Neue Position, neues Glück. Wir fragen nach bei Marius Wolf. Genau, und das machen wir jetzt hier. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist, dass dir die Zeit genommen hast. Und wir haben es eben im Beitrag schon gehört, nach der Winterpause bist du oft als rechter Verteidiger aufgelaufen. Ganz neue Position für dich. Macht Spaß? Ist dir die Umstellung gelungen? Ja, also ich habe mit dem Trainer viel gesprochen. In Frankfurt habe ich die Fünferkette gespielt quasi als Rechtsverteidiger. Ist natürlich anders wie in der Viererkette, aber... Ja, ich habe es vor der Winterpause schon angefangen zu trainieren und dann in der Winterpause nochmal viel intensiver quasi. Und ja, also ich habe schon mal gesagt, wo mich der Trainer aufstellt, ist mir im Endeffekt egal. Ich will der Mannschaft helfen und ja, will natürlich die Position auch gut spielen. Schön. Was sind deine Qualitäten auf der Position und was glaubst du, wo musst du noch ein bisschen zulegen? Ja, es ist natürlich ein bisschen anders, natürlich, weil ich als Offensiver quasi nicht so defensiv agiert bis jetzt, aber ich denke, ja, von Training zu Training steigere ich mich und ja, auch in den Spielen, denke ich mal, hat man es auch gemerkt, von Spiel zu Spiel quasi, dass es besserer oder sicherer auch wird. Und ja, natürlich kann ich viel verbessern, ob es defensiv oder auch offensiv ist. Ist natürlich auch offensiv eine andere Position, wenn du jemanden vor dir hast. Davor war immer jemand hinter mir, jetzt ist jemand vor mir. Aber ja, wie gesagt, im Training versuche ich mich jeden Tag weiterzuentwickeln und es klappt ganz gut. Witzig ist ja, dass Pisscu vor vielen, vielen, vielen Jahren genau die gleiche Verwandlung, so nenne ich es mal, vollzogen hat. Inwieweit kann er dir denn mit seiner Erfahrung Tipps geben und wie weit seid ihr Konkurrenten? Ja, ich denke, Tipps gibt er mir viel im Training auch. Er redet viel mit mir. Wenn es Einheiten sind, wie wenn wir 10 gegen 0 spielen, also Spielzüge oder irgendwas, redet er oft mit mir. Hilft mir bei defensiven Aufgaben auch und ja, natürlich ist man dann Konkurrent, wenn man auf derselben Position spielt, aber ich denke, das ist ja nichts Schlimmes oder nichts Schlechtes, sondern eher ein Ansporn. Es ist ja nicht so, dass man sich gegenseitig die Augen auskratzt. Nein, das nicht. Wie muss man sich überhaupt so einen Wechsel vorstellen? Dann kommt dann der Trainer Lucien Favre zu dir und sagt, Herr Wolf, nee, Marius, Sie spielen ab sofort hinten rechts. Ja, also nicht so direkt, aber er hat mich natürlich gefragt, wie es in Frankfurt war, in der Fünferkette, ob ich es mir vorstellen kann, auch in der Viererkette zu spielen, dass er in mir das sieht, dass ich das drauf hätte, wenn wir es natürlich trainieren und alles und ob ich es mir auch vorstellen könnte und ja, wie ich schon gesagt habe, wo er mich aufstellt, ist mir im Endeffekt egal, ich will der Mannschaft helfen, habe es angenommen. Aber so es macht auch Spaß. Ja, auf jeden Fall, also. Ich glaube, wenn es Spaß so macht, wichtig. Dann lernt man noch viel, viel genau, schneller. Genau. Ich, ne? Und ja, wie gesagt, von Training zu Training und Spiel zu Spiel versuche ich einfach immer wieder Neues zu lernen, auch wenn du mal einen Fehler machst, aus dem Fehler zu lernen. Das ist, denke ich mal, normal, dass man Fehler macht und die dann abzustellen. Bevor wir jetzt über das kommende Spiel gegen Mainz am morgigen Samstag sprechen, kommen wir noch zu unserer Rubrik Abstauber. Das läuft ganz einfach. Ich fange einfach 3 Sätze an und du machst weiter, okay? Du staubst ab. Meine Teamkollegen, filme ich am liebsten, wenn ich? Wenn ich in der Kabine bin. Mein größtes Hobby neben dem Platz ist? PlayStation. Ah.
Tattoos sind ein Markenzeichen von dir. Dein nächstes Motiv wird? Der Super Mario. Der Super Mario? Aber das Original das oder Original, unseren ja. Neben nein, 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 in das, der Original, das Original. Oder wer ist denn überhaupt das Original? Ne? Da sind wir ja natürlich mal gespannt auf das Ergebnis. Super Mario, sehr schön. Kommt auf Oberschenkel, hinten. Okay. sechs Spiele sind es noch in dieser Saison. Dann hast du auch die erste Saison beim BVB beendet. Und unter der Woche habt ihr fokussiert gearbeitet, um sie natürlich am Ende auch erfolgreich zu bestreiten. Das Training unter der Woche bewusst im Verbund mit den Fans. Die Niederlage in München hat allen wehgetan. Mannschaft und Anhängern gleichermaßen. Jetzt heißt es, zusammen wieder aufzustehen. Kopf hoch, Brust raus, weitermachen. Einheit demonstrieren auf und neben dem Platz. Denn der große Traum, er lebt noch. Erreichen kann man ihn nur gemeinsam. Klar, das Spiel am Wochenende war natürlich bitter. Wie habt ihr es analysiert und vor allen Dingen, welche Lehren habt ihr daraus gezogen? Ja, ich denke, wir haben es bis ins kleinste Detail analysiert. Auch die Sachen, wo es gab vielleicht nicht so viele, die gut waren, aber selbst die haben wir angesprochen und natürlich auch die Fehler. Und ich denke, es ist wichtig, dass du auch alles direkt ansprichst, dass du weißt, was du falsch gemacht hast, dass du es eben nicht nochmal so machst. Und ja, ich denke, jeder weiß, dass es von uns viel zu wenig war und dass wir das jetzt am Wochenende direkt wieder gerade biegen können. Und das denke ich auch. Das ist das Gute. Von uns das Ziel, dass wir einfach jedes Spiel wieder so fokussiert angehen wie davor und ja, einfach gewinnen. Jetzt geht es morgen gegen Mainz 05, die in den letzten Wochen extrem gut gespielt haben. Das muss man ja auch dazu sagen. Was erwartest du für ein Team? Was erwartest du für eine Taktik von den Jungs? Ja, ich denke, dass Mainz auch über den Kampf natürlich kommt, wie viele Mannschaften. Aber ja, wir müssen einfach unseren Stiefel runterspielen, unser Ding machen und einfach auf uns schauen, dass wir ein gutes Spiel zeigen, dass wir die Tore machen und auch gut verteidigen. Und ja, wie jetzt nicht am Wochenende vielleicht ja, einfach noch körperbetont ausspielen, auch mal in die Zweikämpfe gehen, einem wehtun. Und, ja. Gute Idee. Ja. Jetzt hast du schon ein Tor geschossen, aber weißt du, was du noch nicht hast? Assist. Richtig, du hast noch keinen Assist. Kommt Mainz gerade richtig? Ich hoffe. Nee, ich gebe Gas. Ich freue mich, wenn ich ein Tor schieße, freue mich, wenn ich eins vorlege. Und das ist natürlich auch mein Ziel. Das Komische ist immer, wenn du gegen Mainz gespielt hast, hast du eine Vorlage gegeben zu einem Tor. Wusstest du das? Nee, als erstes glaube ich nicht. Die scheinen also, dir auf jeden Fall zu liegen. In Mainz weiß ich, das ist auch meine erste Vorlage. Ja. Gibt es überhaupt sowas wie ein Lieblingsgegner? Ich glaube nicht, weil es einfach jedes Jahr dann auch anders ist, wenn neue Spieler kommen, neuer Trainer oftmals auch bei vielen Vereinen. Und ja, ist, denke ich, jedes Jahr was anderes. Du magst vielleicht das Stadion irgendwo, wo du da lieber spielst oder so, aber jetzt nicht gegen die Mannschaft. Wir gehen einfach mal davon aus, dass Mainz ein Lieblingsgegner ist und dass du einfach morgen wieder eine Flanke gibst. Ich gebe Gas. Bevor es jetzt morgen richtig zur Sache geht, gibt es hier erstmal hier im Studio einen Zweikampf. Und zwar Nobby gegen Marius. Der FSV Mainz 05 ist so etwas wie der Lieblingsgegner von Marius Wolf. Denn immer, wenn er gegen die Mainzer spielte, konnte er mit einer Vorlage glänzen. Eine war sogar historisch. Sie führte zum 999. Eigentor der Liga. Ja, das kannst nur du wissen. Jetzt kommen die mit so Fragen, die nur der Spieler beantworten kann. Das ist, weißt du warum? Weil ich so weit vorne bin. Ja. Ich finde, dass ich kann jetzt raten und du weißt es. Ich weiß auch nicht, ob es das 999. Eigentor war. Das weißt du doch. Komm. 3, 2, 1. Bin gespannt. Das stimmt. Yay. Der Unglücksrabe auf Mainzer Seite, der Spieler Stefan Bell, steht auch weiterhin im Kader unseres Gegners. Top, Fritz. Top Frage. Ja, Mainz 05, das heißt auch, dass 5 Spieler direkt aus Mainz zum BVB kamen. Schon immer. Also
Ja, das tut, der hilft ja auch nicht. Ja. 3, 2, 1. Das stimmt leider nicht. Bisher waren es Neven Subotić, Markus Feulner, Joho Park und Abdo Diallo. Okay, 2-1 für dich. Ich kenne mich aus. Das habe ich gesehen in deinem Gesicht, wie überzeugt du von deiner Antwort warst. Die Mainzer, die in der letzten Saison den Klassenerhalt in Dortmund sichern konnten, können das diesmal auch frühzeitig schaffen. Für den Fall der Fälle werden sie mit dem Samba-Zug mit ihren Fans nach Hause reisen. 3, 2, 1. Und das ist wahr. Und das ist wahr. Nein, das werden sie nicht tun. Sie werden wie bislang immer natürlich mit dem Mannschaftsbus nach Hause fahren. Herzlichen Glückwunsch. Du Danke. Bist einer der wenigen in diesem Jahr, der gewonnen hat, der mich geschlagen hat. 3 zu 1, ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, so hoch habe ich noch nie verloren. Aber wie du siehst, beim Zwischenstand 53 zu 46, der ich in diesem Jahr wirklich bärenstark bin. Ja. Oder die hätten mich öfters einladen müssen. Das ist das. Du wirst definitiv zum letzten Mal in diesem Jahr eingeladen sein hier bei mir. Dich werde ich auf keinen Fall mehr. Es sind noch 5 Spiele. Es gibt noch 15. Das sollte ich schaffen. Irgendwie kriege ich das hin. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Danke. Und seht zu, dass das morgen auch ein Dreier wird für euch. Jetzt komme ich zu einer ganz besonders schönen Nummer. Weil unsere Legendenmannschaft, die ist wieder unterwegs im Juni. Und es geht nach Hongkong. Und in Hongkong spielt unser Legendenteam gegen den FC Liverpool. Amoroso, Giulio Cesar, Everton, Kalle Riedle, Roman Weidenfeller. Was für eine Truppe. Cool, ne? Auf jeden Fall. So, Anfang Juni was vor? Ich weiß noch nicht. Die Jungs sind nicht mehr so ganz fit. Kannst du das übernehmen? Ich hoffe, ich habe was anderes zu tun, in dem Sinne von was feiern. Okay, dann. Dann muss ich das machen. Ich bin ja mit Jörg Heinrich, der Coach. Ja, dann können Sie gar nicht verlieren. Das ist das Vertrauen von einem, der Ahnung hat. Das finde ich schön. Vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Wir drücken die Daumen für morgen, Danke. Für dich, dass du gesund bleibst. Viel Erfolg hast in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren beim BVB. Schön, dass du hier bist. Ihr schaut das Spiel, drückt die Daumen hier im Stadion. Beim Netradio oder bei Sky oder wo es auch immer läuft. Ist ganz egal, bei WDR 2. Das war's heute von eurem Feiertagsmagazin. Tschüss, macht's gut, der Nobby und Marius.